Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heiligabend, meine lieben Freunde. Es ist der Tag des... Boah, da war ja einer. Ja, Leute, man kann einfach nur dazu sagen, es ist einfach der Tag Heiligabend. Und ja, ich würde gerne mal von euch wissen, jetzt direkt meine Frage: Wie sah es denn bei euch mit Geschenken aus? Nice, einfach nur nice. Er hat sich selbst erschossen, wie episch. Guck mal, da kommen schon wieder die Eier an. Aua. Boah, was ein Skiller, ey. Aber ich gerade auch. Aber ich muss sagen, mal, die Waffe ist scheiße. So, ey, ich schalte gleich vom Thema ab, ohne Spaß. Ich sollte mich mal eigentlich schlagen. Meine Frage: Was gab's bei euch zu Weihnachten und was habt ihr zu Weihnachten vor allem gemacht? Bitte erzählt das mal, das wird mich total interessieren. Ja, der hat Orion. Lol, Spider, what the fuck, nach der nice game. Lol, und mein Raum wird voll. Nice. Hätte ich nicht gedacht. So, wie gesagt, was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Also, ich muss natürlich sagen, für mich war wieder... ein durchwachsenes Weihnachten. Es hatte seine Highlights und seine Tiefpunkte. Und mein Geschenk erzähle ich jetzt besser nicht, weil... Wenn ich das jetzt erzähle und wenn ich, wie ich darüber erzählen würde, genauer... Aber das heißt, ich ein verwirrter Drecksblatt bin, aber mehr sage ich dazu jetzt nicht. Ja, und weil der Nadesoft mir alles zieht, wanted, bin ich natürlich jetzt nicht wieder gut dabei. Wunderbar. Scheißlappen. Ja, ich möchte nochmal, aber worauf ich genau eingehen werde, was ich euch auch noch fragen möchte. Ihr habt doch bestimmt alle solche Rituale zu Weihnachten, oder? So, da zum Beispiel wir machen A, immer einen Spaziergang zu Weihnachten. Wenn wir dann wiederkommen, liegen dann die Geschenke unter dem Baum. Ich weiß bis heute noch nicht, wer die Geschenke bringt. Und als zweites, wir gucken dann nach dem Geschenk und nach dem Abendbrot. Bei uns gibt es jedes Mal, erklärt, das ist schon fast Tradition, gibt es bei uns dann einen Weihnachtsfilm. Nein! Da bin ich tot. Machst du nix. Und ja, und da gibt's halt bei uns halt leckere Raclette, das ist total geil. Also wer noch nie Raclette gegessen hat, Leute, ihr habt nie richtig gelebt. Und ansonsten, ja, mehr kann man so einfach nicht sagen. Raclette ist saugeil. Würde ich nur mal empfehlen. Und dann habe ich halt meine Zeit so für mich. Wir sind jetzt mit dem Film gerade fertig geworden. Wir haben angeguckt, wie jedes Jahr, den Polarexpress. Wer den Film noch nicht gesehen hat, das ist etwas, das muss man gesehen haben. Wenigstens einmal im Leben. Alles andere wäre, wie soll ich sagen, es wäre enttäuschend. Das war sozusagen. Weil Christmas Express, das muss, das kennt man, das kennt man einfach. Ja, und ich bin wieder alleine, sehr faire Team, muss man einfach mal sagen. Jawohl. Und mein Ziel ist es, einfach positiv zu bleiben. Aber mit der Lappenwaffe erwarte ich eigentlich nicht allzu viel. Ha! Nates! Ach du Scheiße. Junge! Nicht sterben! Nein! Nein! Okay, dann bin ich tot. Egal. Guck, die Waffe ist scheiße auf Entfernung, kann ich übrigens so sagen. Die Stats zeige ich dann nach der Runde. Gott, ey. Also die Waffe kann ich echt überhaupt nicht empfehlen, ey. Oh Gott, ey. Ich bin ja echt gerade im totalen Hardscope. Da kann man natürlich sagen, oh. Ich hab Angst. Oh, so ein Lappen. Da hätte Bitch der eiskalt. Und zwar... Nein! Oh Mann, das ist jetzt peinlich. Eigentlich müsste ich jetzt mal zurückrollen. Oh oh. Das könnte mein Untergang sein. Der Typ, der snipet aber auch echt nice. Scheiße. Ich muss in den Untergrund, sonst mache ich hier echt gar nichts mehr. Boah, wie sie nur glitschen können. Wie sie nur glitschen können, ey. Das ist so traurig.
Och. Genau. Dann wirf halt eine Nanade, ist nicht schlimm. Ist zwar nur ein bisschen überlowhaft, aber gut, wozu gibt's die Lows? Komm. Okay, Killerich, komm, go, go, Troll Battle. Ey, was rennt ihr weg, der Lappen? Stirbst, mein Lieber, ey. Lappen! Nein! So ein kleiner Lappen. Aber ey, ich bin dreifach positiv, ich hätte es nicht gedacht. Ich werde nicht mal dreifach positiv. Nein, 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 so kurz die Stats zeigen, sonst wäre ich ja wieder zugeflamed, dass ich scheiße bin. So, genug gezeigt, diese könnt ihr schnell lesen. Und wo gehe ich jetzt hin? Ist eigentlich nur Scheißräume offen, oder? Oh Gott. Hält mal kurz alle den zweiten Account bitte, ja? Soll ich mal XP Tower ist voll schade. Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Wo soll ich hingehen? Ich nehme mal Bastepo. Der sieht ganz ordentlich aus, der Raum. Wie lange geht denn die Runde noch? 7 Minuten. Das sind 7 Minuten. Das sind 5 Minuten zu lange. Und die Runde hat auch gerade erst gestartet, ey. Ich hab keinen Bock. Mal gucken, gibt's hier irgendeine geile Pick-and-Win-Chance, bei der ich abräumen kann? Nein. Ich hab keinen Bock auf da. Ich hab da einfach keinen Bock drauf. Sorry, die Runde wäre dann zu lang. Gibt's hier irgendwas anderes? Bastepo kann ich ja nicht nehmen. Neon auch nicht. Hauptsache, das geht nicht so lange, dann zocken wir jetzt mal in den Online. Ja, guck mal, 2 Minuten, das passt doch perfekt, ey. Au! Aua! Aua! Alter! Nice, wie sie gekämpft haben. Ein paar Lappen, na egal. Oh, Frampfer hat Level Up. Worauf ich bitte hinweisen möchte, Leute, wer Assassin's Creed Unity hat, schreibt es in die Comments. Ich würde gerne mit euch zusammenspielen, weil... ist einfach geil, das Spiel, bis auf die paar Bugs halt, die das Spiel unspielenswert machen, aber ansonsten, finde ich das Spiel einfach geil. Und falls Brickforce Insolvenz anmelden sollte, oder was es natürlich schon hat, aber was mich mal interessiert, was soll ich denn ansonsten zocken? Schreibt es mir in die Kommentare, das interessiert mich echt. Weil ich habe da noch keinen guten Ersatz gefunden. Och, jawohl, dann kommt jetzt halt... Really? Der zieht mir... echt Prämi. Boah, wie schlecht. Guck mal, Leute, das ist auch so ein Grund, warum Brickforce keinen Spaß mehr macht. Guck mal, so was Schlechtes. So was hat keine Existenzberechtigung in Brickforce. Die einzige Existenzberechtigung, das Ding hat, ist auf der Straße zu leben. Guck hier, der kann nichts außer Naden, der dumme Lappen. Boah. Ohne Spaß, ja. Der, das Einzige, was der verdient hat, ist, dass er zu Weihnachten eine Schelle von seinen Eltern kriegt. Das wäre das einzige Geschenk, was er verdient hat, ey. Weil er so schlecht ist, einfach nur. Boah, und jetzt auch so ein Lappen mit dem Raketenwerfer. Alter. So, komm jetzt hier wieder die Nate rein, passt auf. Da fliegen sie beide, so. Beide weg. Und auch noch Gold Orion. Zwei, nee, normal selten Orion. Alter. Warum kann so etwas Schlechtes nicht einfach vergast werden, ey? Das Beste, was du mit denen machen kannst, ist einfach in den Keller schicken, ey. Da kommen jetzt sowieso wieder mit den Nades an. Pass auf. Ich steck mich hier hin. Guck, Nades. Pass auf, kommt die nächste. So. Der ist einfach scheiße, ey. Weißt du, ich habe heute so einen richtig geilen Black Pudding auf Klo gesetzt, ja? Und das ist auch so ein Black Pudding, ey. Einfach nur scheiße ist das, ey. So ein dummer Lappen, ey. Guck mal, die Nades. Da hat der wieder eine Nade geworfen. Du dumme Missgeburt. Boah, nee, ich reg mich hier einfach zu viel auf. Gammelgeld. Ha, ha, nein, nein! So ein dummer Lappen, ey. Und ja, XP Gamer, Moment, ich antworte dir. So, Nate 1 und Nate... ja, klar! Ja! Der Typ...
Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch! Es ist Heiligabend und ich schlag auf meiner Tastatur rum. Es ist Heiligabend und ich verprügel meine Tastatur wert von knapp 200 Euro. Warum? Wegen solch... Dumme Missgeburt, du dumme Missgeburt. Sack mein Dick, du Lappen. Ach du Scheißlauch. Boah, 6 HP, 6 HP, ich will nicht sterben. Bitte, 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 Mama. Sorry Leute, dass ich gerade so aggressiv bin, aber... Ist ohne Spaß. Ich habe die ganze Zeit gute Laune gehabt. Bei Weihnachten war ganz gechillt. Und jetzt tue ich eine einzige Runde Brickforce gegen Farmer. Schon ist mein Abend im Arsch einfach. Guckt ihn euch an, guckt ihn euch an. Der zückt ja nicht mal die Hauptwaffe. Hey, ich bin heftig. Ich muss den Nahkampf-Date werfen, weil ich einfach scheiße bin. Oh, jetzt kommt auch noch der Gunge mit seinem Raketenwerfer, ey. Weißt du, es ist hier Noob Battle 2014, ey. Mehr kann man dazu nicht sagen, ey. Warum? Ja, jetzt werde ich sowieso sterben. Weil der nichts kann. Boah, gerade meine Dreier gegen solche Über-Randoms. Das ist so traurig, ey. Ich drehe am Rad. Nein, 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 nein. Oh, Alter, das zieht mir One-Hit. Na gut, Leute, also das war das jetzt, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Denkt dran, haut in die Comments, wie es bei euch war. Bis dahin, haut rein. Ciao.